Heute in diesem Video will ich dir zeigen, wie du mit Formatvorlagen und dem Navigationsbereich vor allen Dingen eine Menge Zeit sparen kannst beim Dokumente formatieren, umstrukturieren, vielleicht auch Inhaltsverzeichnis zu erstellen etc. Super schnell mit ein paar wenigen Klicks, kein Ausschneiden, Einfügen etc. ist notwendig, sondern einfach nur super schnell, super genial. Mein Name ist Damian Gotzkola und ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren würdest, damit du solche und ähnlichen Tipps zu Office 365 digitalisieren und automatisieren nicht verpasst. Und du kannst auch gerne meinen Newsletter, meinen kostenlosen Video-Newsletter abonnieren, aber genug der Vorrede, lass uns sofort hier durchstarten und das in Word angucken. Also, jetzt geht's hier, los geht's. Ich habe hier mein Dokument vorbereitet, das relativ im Prinzip etwas umfangreich ist, aber du siehst schon, es steht hier immer unter Kapitel 1, unter Kapitel 2 und so weiter. Das heißt, es ist rein basiert auf wie so Musterinhalt und das Ganze dir auch, wenn du sowas brauchst, irgendwelche Mustertexte, dann gibt es dafür die Funktion hier Rand und dann in Klammern 2 sage ich, ich brauche 2 Absätze und mit Enter bestätigt ist das Ganze erledigt. Das heißt, so habe ich mir mein Fix-Dokument hier gebaut und das dann am Ende mit hier so mit Kapiteln versehen und Kapitel 1 unter Kapitel 1 und hier kommt irgendwann mal 2, A, B und dann geht schon wieder mit Kapitel 2 los und jetzt ist es natürlich das Problem ist, wenn du jetzt hier die ganzen Dokumente oder das Dokument umformatieren willst, das heißt, ich stelle fest, dass irgendwie, ich sag mal hier unter Kapitel 2 vor unter Kapitel 1 gehört, dann müsste ich das jetzt hier irgendwie nehmen und dann da mit linker gedrückter Maustaste dahin ziehen, dann habe ich es umformatiert. Ich mache das mal STRG und Z rückgängig. Falls dich das in Kombination interessiert, ich habe einen Tastaturcoach entwickelt, den Link dazu findest du hier unter dem Video. Kannst du gerne mal kostenlos dich registrieren. Aber hier erstmal weiter im Text und zwar, natürlich ist das hier jetzt super simpel, weil ich das jetzt hier, beide Kapitel sind auf einer Seite. Stell dir mal vor, das Dokument hat 200 Seiten und du willst ein Kapitel von Seite 199 auf Seite 3 verschieben oder sowas. Dann wird es natürlich schon ein bisschen kritisch, weil du dann viel Zeit mit Markieren und mit Kopieren, mit Ausschneiden, mit Verschieben verbringst und so weiter und so fort. Also das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen kommt da jetzt unser Navigationsbereich gleich ins Spiel. Bevor du den Navigationsbereich aber nutzen kannst, musst du hier den Text mit Formatvorlagen formatieren und Formatvorlagen befinden sich hier in diesem Bereich und wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, so, dann wirst du sehen, dass sich da im Dokument irgendetwas ändert und das ist hier so ein bisschen so Optik auch mit, aber diese Formatvorlagen Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3 und so weiter, die sind schon, haben nur eine größere Bedeutung als nur die Optik. Und das will ich dir zeigen, womit das zusammenhängt. Ich formatiere das erstmal, also Überschrift 1 musst du dir, wie gesagt, vorstellen, dass es so ein bisschen so Strukturebenen sind. Überschrift 1 ist die höchste Ebene und Überschrift 2 die zweite Ebene und so weiter. Ich habe zu diesem Thema auch schon hier auf meinem Kanal ein eigenes Video aufgenommen zum Thema Inhaltsverzeichnis. Da ging es auch um Formatvorlagen, da kannst du auch mal gerne reingucken. Und Hier nehme ich das jetzt mal und wenn ich klicke, dann wird es erst angewendet. Das heißt, ich mache da einmal schön einen Klick und schon ist der Text mit Überschrift 1 formatiert. Und jetzt siehst du, es taucht sogar so ein kleiner Pfeil hier nebendran und damit könnte ich das quasi die Überschrift 1 aus- und einklappen, weil im Moment ist das die Überschrift quasi ist für das restliche Dokument. Und da gibt es noch keine Gliederung an der Stelle. So, und um das zu sehen, kannst du dir jetzt schon mal, wie das sowas entsteht, kannst du dir jetzt schon mal angucken. Und zwar, indem du auf Ansicht gehst und dann tatsächlich das Häkchen bei Navigationsbereich setzt. Dann siehst du, hier steht, ist jetzt eine Überschrift und zwar Kapitel 1. Das heißt, es ist jetzt schon mehr oder weniger ein interaktives Feld sozusagen, weil wenn du draufklickst, dann springt er zu dem Absatz hier, zu der Stelle im Dokument. So, und jetzt will ich das Ganze so ein bisschen hier formatieren, das heißt, ich habe Kapitel 1 und unter Kapitel 1 ist hier in den Formatvorlagen die Überschrift 2 Formatvorlage
Und dann habe ich jetzt hier noch eine zweite im Unterkapitel 2. Und die müsste ich jetzt im Prinzip ja auch wieder nochmal, wieder den Cursor hier platzieren, wieder auf Unterüberschrift 2. Ich habe aber von diesen Unterüberschriften hier paar mehr. Und damit ich das nicht so oft machen muss, bereits positioniere ich den Cursor in Unterkapitel 1 und gehe jetzt auf mit der Maus über Format übertragen. Und wenn du auf Format übertragen nur einmal klickst, dann wird es nur beim nächsten Klick angewendet. Wenn du aber einen Doppelklick machst, dann kannst du diese Formatierung jetzt des Öfteren anwenden, so oft du magst, bis du dann fertig bist und Escape-Taste drückst. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. So, jetzt habe ich die zweite Ebene durch. Jetzt drücke ich Escape. Jetzt muss ich natürlich die Überschrift 1. Du siehst, es ist jetzt hier entsteht schon eine Struktur, Kapitel 1, 1, 2, 1, 1 und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt schon eine kleine Struktur. Jetzt will ich natürlich die Kapitel 1, also die Überschrift 1 der Ebene 1 anwenden. Auch ein Doppelklick und jetzt das gleiche nochmal. So, jetzt siehst du, hat sich das hier schon gegliedert. Kapitel 1, Unterkapitel 1, 2, Kapitel 2, Unterkapitel 1, Kapitel 3, Unterkapitel 1. So, bei Kapitel 4 habe ich nur noch Unterkapitel. So, und das heißt, das Ganze mache ich jetzt hier noch mit, ich sag mal, nach oben scrollen, hier Kapitel, Unterkapitel A und das ist meine Ebene 3. Das heißt, das mache ich mal schnell. So, jetzt sind wir wieder hier fertig, alles vorformatiert und du siehst, wie eine schöne Struktur hier entstanden ist mit Kapitel 1, 2, 3, 4, dann wiederum Unterkapitel, dann wiederum Unterkapitel und so weiter. Und ich könnte jetzt damit mit den Überschriften hier quasi neun Unterkapitel schaffen und so das Dokument formatieren. Und jetzt will ich dir zeigen, was du dafür Vorteile mit hast. Und zwar, wenn du jetzt hier das zumachst, dann könnte ich mir jetzt überlegen, dass Kapitel 4 jetzt zwischen Kapitel 1 und 2 gehört und dann würde ich einfach mit linker gedrückter Maus, dass wir das hier nehmen, dahin ziehen, achte nur darauf, dass die blaue Linie da ist, lasse hier los und schon habe ich das gesamte Dokument umformatiert. Das heißt, es ist Kapitel 4 hier dazwischen gerutscht, sonst hätte ich mit Steuerung und X, Steuerung und C und V und so weiter alles hin und her umkopieren müssen und das will ich alles nicht, deswegen alles ganz fix. So, dann, natürlich kannst du hier auch jetzt mit der rechten Maustaste arbeiten und dann kannst du hier sagen, diese Kapitel 1, den will ich jetzt hier tiefer stufen, das heißt, wo mal Kapitel 4 einmal höher stufen. Du siehst, das Ganze ist auch hier wieder eingerückt worden und jetzt ist es quasi eine Ebene tiefer gerutscht in der Struktur und auch alles entsprechend umformatiert. Du siehst, optisch sieht das ein wenig anders aus. Ich mache das mit STRG und Z rückgängig, damit das alles wieder seine Ordnung hat. Hier ist nochmal rechte Maustaste, dann könnte ich sagen, neue Überschrift vor dieser, neue Unterschrift nach dieser. Das heißt, wenn ich vorklicke, dann hat er mir sofort die passende Formatvorlage ausgesucht. Ich kann jetzt hier einfach mal Test eingeben. Du siehst, in der Struktur entsteht wieder ein neues Unterverzeichnis. So, ich mache das mit STRG und Z zweimal rückgängig. Neue rechte Maustaste. Nochmal die neue Unterüberschrift. Das heißt, hier einmal anklicken. Und dann hat er mir unter Kapitel 1, Kapitel 4 habe ich jetzt hier wiederum eine neue Strukturebene hinzugefügt, eine und neue Überschrift. So, das heißt, auch das ist möglich und natürlich die Überschrift löschen bedeutet, wenn ich jetzt Kapitel 4 und auf Löschen klicke, dann schmeißt er mir auch alles raus, auch inklusive der Unterkapitel und Unterkapitel und so weiter. Also alles ist weg. Mit STRG und Z mache ich das rückgängig. Und dann könnte ich natürlich sagen, Überschrift und Inhalt auswählen, Überschrift und Inhalt drucken, und so weiter, alle Ebenen erweitern, ausblenden und irgendwelche Unterüberschriften anzeigen. Jetzt kann ich dir zeigen, alle Ebenen reduzieren, was das bedeutet. Ich klicke da einmal drauf, dann wird das hier reduziert, damit du so ein bisschen mehr Übersicht hast. Du kannst aber auch gleichzeitig hier im Text auf diese Überschrift klicken und dort mit der rechten Maustaste reinklicken. Und hier kannst du jetzt sagen, erweitern, reduzieren. Und da kannst du jetzt sagen, alle Überschriften reduzieren,
So, und dann hast du im Prinzip in der Oberscrolle ein sehr überschaubares Dokument mit vier Kapiteln hier an der Stelle. Und jetzt kann ich einzelne Blöcke hier aufmachen, einmal gucken, Texte irgendwas korrigieren, bearbeiten, wieder zumachen, hier aufmachen, ein bisschen hier und Text überarbeiten, ausmachen und so weiter. Und so könnte ich jetzt punktuell quasi hier in diesem Dokument hier durchgehen. Danach gehe ich rechte Maustaste und sage alles erweitern. Zack, dann ist das Dokument hier wieder vollständig. Und wir haben selbst dieses alles Formatieren ist ja schon eine Herausforderung ab und zu, wenn das längere Dokumente sind. Du kennst es sehr wahrscheinlich, ein Dreifachklick. Mit einem Dreifachklick kannst du den ganzen Absatz markieren. Damit geht es dann schneller, aber trotzdem muss man es erstmal wissen und formatieren und so weiter. Es ist schon eine aufwendige Geschichte. Und hier mit diesen Formatvorlagen geht das super schnell, beziehungsweise mit dem Navigationsbereich. Und wenn du jetzt guckst, du weißt, du willst im Kapitel 2 unter Kapitel C etwas korrigieren, dann gehst du hier in die Struktur da rein, klickst einmal auf die mit der linken Maustaste auf hier drauf und schon springt er innerhalb des Dokumentes und das ist egal, ob das jetzt auf Seite 5 oder auf Seite 50 oder 500 ist, er springt innerhalb des Dokumentes sofort zu diesem Bereich. Den könntest du jetzt hier korrigieren, bearbeiten. Ich könnte jetzt auch sagen, hier, das gehört hier, was weiß ich, C, das gehört jetzt aber hierhin. Dann ziehe ich das dahin, lasse los und in dem Moment ist das Dokument komplett umformatiert, umgeändert, alle Struktur ist verändert und die Sache läuft hier. Also eine super, super angenehme Sache, damit zu arbeiten. Dokumente, größere Dokumente umstrukturieren in der Struktur und umzubauen und so weiter. Das ist super einfach. Du musst nicht ewig hin und her scrollen, sondern mit ein paar wenigen Klicks ist diese ganze Geschichte hier gemacht. Also super, super simpel. Und du musst jetzt gucken, ich habe da zwar schon das unter anderem in dem Video auch gezeigt, aber wenn du dir jetzt anguckst hier, wenn ich jetzt hier ein Inhaltsverzeichnis einfügen will, dann ist das hier im Prinzip ein Klick hier, Referenzen, Inhaltsverzeichnis und dann nochmal hier ein Klick und schon ist ein Inhaltsverzeichnis. Und wenn ich jetzt irgendwie wieder umstrukturiere, da loslasse, dann habe ich das Dokument umgebaut und im Endeffekt hier, wenn ich jetzt hier aufs Inhaltsverzeichnis klicke, Inhaltsverzeichnis aktualisieren, ganzes Verzeichnis, zack, dann siehst du hier ist C verschwunden und C ist irgendwo hier unten. Das heißt, selbst das Inhaltsverzeichnis ist dynamisch und funktioniert. Wenn du zu diesem Inhaltsverzeichnis und zu den Formatvorlagen noch mehr wissen willst, dann kannst du dir gerne mal ein Video angucken. Das, was ich schon am Anfang verlinkt habe zu dem Inhaltsverzeichnis, da zeige ich, was man da noch ein bisschen mehr damit machen kann. Aber ansonsten, wie gesagt, super geniale Geschichte mit dem Navigationsbereich. Schau es dir an, es spart dir mit Sicherheit super viel Arbeit. Ich wünsche dir damit mit dem Tipp viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschö!